Das Spiel gilt als Vorgänger meines geliebten Link's Awakening. Es führte die Spielengine ein und legte einige Grundsteine. Leider ist es nur in Japan erschienen und dürfte durch die Sprachbarriere nur wenigen hier bekannt sein, aber es gibt ja mittlerweile zum Glück auch Fanpatches. Also, wird das Spiel seinem guten Ruf gerecht? Was taugt For the Fog, The Bale, Tolls für den Game Boy heute noch? Das Spiel ist exklusiv in Japan 1992 erschienen. Es wurde von Intelligent Systems entwickelt und von Nintendo selbst veröffentlicht. Die Texte sind natürlich daher alle auf Japan. Aber es gibt zum Glück eine englische Fanübersetzung. Entschuldigt, dass ich in diesem Video die englische Übersetzung des Titels benutze, aber ich kann den originalen japanischen Titel leider nicht mal ansatzweise korrekt aussprechen. Euer bester Kumpel Prinz Richard zieht los, um eine entführte Prinzessin zu retten. Ihr bleibt erst einmal in den heimischen Landen, bekommt jedoch schnell das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ihr reist hinterher und die Geschichte entfaltet sich. In diesem Test werde ich öfter Vergleiche mit Link's Awakening anstellen und das aus einem guten Grund. Viele Elemente, die in diesem Spiel vorkommen, werden auch später bei Zelda zumindest in abgeänderter Form übernommen. Auf dem ersten Blick fällt da auch gleich die erste Gemeinsamkeit stark ins Auge. Auch hier erwartet euch ein Action-Abenteuerspiel, welches aus der Draufsicht gesteuert wird. Ihr bewegt euren Protagonisten durch die Gegend und immer wieder wechselt der Bildschirm. Es gibt Städte zu erkunden, Herzcontainer zur Erweiterung eurer Lebensenergie zu entdecken und wie gewohnt sammelt ihr Gegenstände ein, die ihr über euer Inventar aufrufen und benutzen könnt. Aber das wirkt alles nur auf den ersten Blick so deckungsgleich. Im Detail ist es dann doch vieles anders und das fängt auch gleich bei den Gegenständen an. Diese sind hier nämlich bei weitem nicht so wichtig wie in Link's Awakening und so seid ihr auch nicht immer dabei, durch eure Inventar zu jonglieren. Ihr müsst also nicht ständig ein Kraftarmband ausrüsten, um Steine aus dem Weg zu räumen und so weiter. Die Kämpfe sind auch ganz anders und spielen sich sehr entspannt, da hier nicht auf ein direktes Kampfsystem gesetzt wird. Berührt ihr einen Gegner, läuft dieser vollkommen dann automatisch ab. Dazu wird jetzt auch nicht in einen getrennten Bildschirm oder ähnliches geschaltet. Ihr und euer Gegner haut euch einfach gegenseitig abwechselnd. Wer zuerst keine Lebensenergie hat, stirbt natürlich und der andere gewinnt. Um die Kämpfe zu euren Gunsten zu beeinflussen, gibt es einige Stellschrauben. So könnt ihr durch spezielle Kugeln eure Kraft und eure Geschwindigkeit erhöhen. Ersteres erhöht den Schaden und zweiteres bestimmt die Anzahl von Angriffen, die pro Runde ausgeführt werden. Zudem ist es natürlich vorteilhaft, wirklich viel Lebensenergie zu haben und die richtige Waffe zu tragen. Das Kampfsystem ist also sehr interessant, jedoch wahrscheinlich nicht für jeden Geschmack geeignet. Für alle, die bei diesem Kampfsystem die Nase rümpfen, habe ich jedoch eine gute Nachricht. Der Hauptfokus des Spiels liegt definitiv eher auf die Geschichte, die kleineren Rätseleinlagen und die Erkundung der Welt. Der Kampf ist bei dem Ganzen irgendwie natürlich immer da, aber nie der Hauptbestandteil. Mit etwas Geschick könnt ihr auch vielen Gegnern einfach aus dem Weg gehen. Die bewegen sich nämlich ganz normal auf der Karte. Wenn ihr dann in ein größeres Gebäude oder Dungeon geht, wechselt das Spiel dann auch von der Draufsicht in die Seitenperspektive. Auch hier kann man vielleicht eine Parallele zu Link's Awakening ziehen. Dort gab es ja auch immer wieder Plattformer-Einlagen in den Verliesen. Diese Abschnitte steuern sich dann durchaus geschmeidig. Die Plattformsteuerung ist gut gelungen und ihr könnt euch sogar an Kanten hochziehen. Das erleichtert dann hier und da natürlich ungemein. Als besonderen Kniff wechselt ihr sogar im Verlauf des Spiels eure Form in einen Frosch oder in eine Schlange. Ich will hier an dieser Stelle nicht zu viel verraten, um Spoiler zu vermeiden, aber diese Formen bringen natürlich ganz eigene Spielweisen, Vorteile und Nachteile mit sich und sind so zum Lösen von Rätseln natürlich benötigt. Eine wunderbare Idee. In diesem Spiel erwartet euch einfach ein wunderbar sympathisches Action-Abenteuer, welches den Fokus auf die Story, die Rätsel und die wunderbare Welt legt. Und das macht es auch verdammt gut. Es versprüht einfach einen wunderbaren Charme und ihr wollt immer weiter schauen, welche Abenteuer sich hinter der nächsten Ecke verbergen. Die Grafik ist, wie nicht anders zu erwarten, sehr gut gelungen. Das Spiel versprüht einen ganz eigenen Charme und die allgemeine Weltengestaltung passt einfach. Immer wieder wird auch mit Textboxen gearbeitet, um entsprechende Emotionen darzustellen. Diese ganzen Kleinigkeiten führen zu einer wunderbaren Gestaltung. Der Sound hält sich bei dem Ganzen eher zurück. Er untermalt das Spielgeschehen jedoch sehr gut, bleibt jetzt aber natürlich nicht Ewigkeiten im Kopf. Was taugt For the Fog, The Bale, Tolls für den Game Boy also heute noch? Ich mag das Spiel sehr. Besonders mit Link's Awakening im Hinterkopf entdeckt man in diesem Spiel so einige Grundlagen, die dann später aufgegriffen wurden. Das Kampfsystem mag natürlich etwas gewöhnungsbedürftig sein, schmälert jedoch nicht den Spielspaß. Klare Empfehlung von mir aus, besorgt euch den englischen Fanpatch und macht euch an dieses wunderbare Spiel ran.
Das war der Test zu For the Fork, The Bell Tolls für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.